Ja, hallo Leute, hier ist euer Quackzocker mal wieder am Start mit einer weiteren lustigen Runde. Wir sagen euch unsere Meinung Teil 2. Und nicht alleine, sondern mit meinem Kumpel. Holy Diver! Yeah! Und ja, du sagst ja heute, oder nee, ich kann ja kurz mein Thema sagen, also unser Thema, was der liebe der Nordi-LP gefragt hat. Er schrieb in den Kommis: Gute Idee, finde ich super. Sollte man machen. Und dann hat er ein Thema für uns ausgesucht, und zwar: Was denkt ihr über YouTube, oder sagen wir mal YouTuber, dass es so viele Let's Player gibt? Und wir werden heute darüber reden. Und du könntest ja beginnen, Holy Diver, wie du es findest, dass es so viele Let's Player auf YouTube gibt. Ja, zu einem finde ich es ja richtig gut, dass es so viele gibt. Ich meine, unsere Rasse ist ja nicht ausgestorben, kann man sagen. Es gibt zwar so einige, die einfach nur ihren YouTube-Kanal erstellen und meinen, ja, das wäre es schon gewesen. Dann gibt es schon Aufrufe, gibt es schon Abonnenten und Kommentare. Und naja, das sollte man schon vorher sich gut überlegen und nicht einfach reinstellen, oder, Crash Talker? Ja, finde ich eigentlich auch, weil guck mal, wie ist es eigentlich? Guck mal, es gibt, es ist aber, sorry, aber es gibt massig von Let's Player. Und dann kommen so 12-Jährige, versuchen Minecraft-Let's Plays zu machen, denken, die wären die größten Babos, wenn sie dann hier, oh, keine Ahnung, was weiß ich, irgendwie so viele Aufrufe, also zwei Aufrufe haben und denken, oh ja, yeah, ich verdiene Geld oder so. Also ich finde, die YouTuber, die wohl Let's Plays machen, wie zum Beispiel Kronk und Sarata, die Großen, die haben es verdient. Aber die Niedrigen, bei unter 1000 Abonnenten, also ich finde, es ist zu überfüllt mit den ganzen Let's Player. Also, wer guckt sich die eigentlich heutzutage alle an? Weil es gibt heutzutage bessere Themen anstatt nur Let's Player. Oder findest du nicht, Holy Diver? Ja, doch schon. Kommentare, so wie es du jetzt machst, Crash Talker, und wie ich jetzt meine Spontanvideos in Amberg mache, das sollte mehr reinkommen als solche Let's Player, die meinen, ja, ich mache Kronk nach, ich mache Sarraza nach, ich mache Pete's Meat mit Minecraft nach. Ich meine, wenn du die ganze Zeit nur Minecraft-Videos schaust, ich meine, irgendwann ist das Thema auch mal ausgelutscht. Ja, Mann, Alter, ich sehe ja nur noch in YouTube, wenn ich in YouTube gehe, sehe ich ja nur noch Minecraft, also mir kommt es schon von den Ohren raus, ey, das kommt mir, wenn ich sogar aufs Klo gehe, kommt es mir sogar von hinten raus, In ey. Blöckchenform wahrscheinlich. Ja, Mann. Nee, aber es ist ehrlich so, irgendwann mal ist es auch Schluss. Also, ich finde es zu übertrieben. Gute Frage, der Nordi-LP. Also, das ist eine richtig geile Frage von dir. Your respect. Super. Ja, richtig geil. Und ja, also wir haben aber ganz kurz, bevor wir weiterreden, wir haben jetzt vorgehabt, dass wir, wenn es uns mehr Spaß macht, machen wir statt ein Video pro Monat, machen wir zwei Videos pro Monat. Je nach Lust und Laune wahrscheinlich. Ja, das machen wir ab sofort. Also es kommt aber auf jeden Fall einmal im Monat oder auch mehrmals. Aber zurück zum Thema, also es sind verdammt viele Let's Player. Kronk, Sarraza, Pete's Meat. Unge, ja, Pizme, Dena, also Apecrime, keine Ahnung, warte ganz kurz. Es ist ja im Hintergrund ein Gameplay. Ja, also wir reden einfach nur dazu. So, warte mal ganz kurz. Ja, also ich finde einfach, so Apecrime ist halt kein Let's Player. Er macht halt so Tags und Vlogs. Aber trotzdem, irgendwie ist es doch manchmal zu übertrieben mit diesen ganzen Let's Play, oder? Ja, das muss nicht immer wieder sein. Ich meine, du schaust es dir an, ja, schön und gut. Minecraft und Ja, gell, aber was bringt es? Was bringt es? eigentlich rein gar nichts. Es ist einfach nur ein kläglicher Versuch, irgendwelche Aufrufe zu ergattern, Abos oder Kommentare zu kriegen, finde ich. Ja, deswegen, weil, also ich finde ja noch Sarraza und Kronk, das sind, also für mich ist der Sarraza der beste Let's Player ever, mit seinem DayZ, mit seinem H1Z1, Farquay, Ja, und AW und so. dazu muss man auch sagen, schöne Grüße an Sarraza und Kronk, falls ihr diese Videos wie immer anschauen würdet. Und schöne Grüße an, besonders an Sarraza. Ich feiere seine DayZ-Folgen richtig gut. Und ich denke mal auch, ist auch jedes Mal witzig, wenn er versucht, ja kommt, bleibt mal da stehen, machen wir ein Foto. Ja, stimmt, ja. Und ja, also das war's eigentlich. Also wir haben ja gesagt, zwischen 5 und 10 Minuten, es sind fast die 5 Minuten erreicht. Und das war's eigentlich von uns. Was sagst du, wie am Ende wieder? Ja, sagen wir mal so, Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann bitte ein Abo da lassen oder zwei bei mir und Crash Zocker. Ein Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, Daumen runter. Und das war's jetzt von euren Holy Diver. Ich ge gebe das Mikrofon wieder an unseren Crash Zocker. Ja, also jetzt nicht denken, er gibt mir das Mikrofon gerade jetzt hier zur Hand. Nein, wir machen es über Skype, über Audacity. Und ja, wie am Ende, nicht vergessen, mich zu abonnieren, um ein Crash-Zocker zu werden. Haut rein, Leute. Ciao! Ciao!